Im Grunde ist Bier mein Leben. Ich mag es sehr gerne. Bier ist gesellschaftsfähig. Über ein Glas Bier kommt man mit anderen Leuten zum Reden. Bier ist gesund, solange man es nicht sinnlos in sich hineinschüttet. Bier macht schlank, haben wir eben gesagt. Also ich sage immer, Bier macht schlank, jeder lacht. Ich kann auch dafür schon klar auf einen Sitz essen. Also das Essen macht nicht nur das Bier. Kloster Mallersdorf, 9 Uhr morgens. Seit 5 Stunden schon ist Schwester Doris auf den Beinen. Der Grund, es ist Brautag. Geschrotetes Malz, Wasser, Hefe und Hopfen. Streng nach dem Reinheitsgebot mischt die Braumeisterin die Zutaten in den Sudkessel. 38 Hektoliter Gerstensaft bringt Schwester Doris zum Kochen. Jeder Handgriff sitzt, die Technik vollautomatisch. Seit rund 50 Jahren schon steht die 64-Jährige in der Braustube. Ob der Alkoholgehalt im Bier stimmt, Schwester Doris nimmt schnell eine Probe. So selbstverständlich war der Umgang mit Bier für die Nonne aber nicht immer. Eher im Gegenteil. Ich habe bis 75, bis zur Meisterprüfung, keinen Schluck Bier getrunken. Dieses Süßliche, wenn die Maische kocht, das war für mich ein Gräuel. Bei der Meisterprüfung habe ich meinen Kollegen gezwungen. Also nach 14 Tagen Kursbeginn haben die gesagt, so, und jetzt wird Bier getrunken. Mit zugehaltener Nase ging dann schon. Inzwischen geht's schon. Zwar entdeckte die gebürtige Fränkin ihre Leidenschaft für Bier erst spät, ins Kloster aber wollte sie schon früh. Ich war das 10. Kind und habe erlebt, dass eine ambulante Krankenschwester ins Haus kam. Die Mama war zu der Zeit krank. Und dann habe ich die Tür aufsperren müssen, wenn die Krankenschwester kam. Und das hat mich so imponiert, dass ich gesagt habe, Mensch, ich war Krankenschwester. Ich war Schwester aus. Mit 16 tritt Schwester Doris schließlich ins Kloster Mallersdorf ein. Die Nonnen suchen jemanden für die Brauerei. Schwester Doris Berufsweg ist besiegelt. Eine Entscheidung, die die Familie von Schwester Doris spaltet. Die Mutter war, der hat es nicht unbedingt gefallen. Der Vater, dem war es klar. Dem war es gleich. Der hat gesagt, du mach, was dir Spaß macht. Wobei dann die Mutter verstorben ist und wie ich dann Meisterprüfung gehabt habe und dann immer wieder in der Zeitung und so weiter, da sagt mir der Vater, du, wenn das die Mama erlebt hätte, du, die wäre 3 Meter höher geworden. Bierbrauen, Fässer schleppen, abfüllen. Die Nonne erledigt jeden Arbeitsschritt alleine. Eigentlich ist es ein Frauenberuf. Es ist zwar noch eine Männerdomäne, aber es gibt sehr viele Frauen. Die Frauen sind stabiler. Die Männer wollen es bloß nicht glauben. In der Klosterbrauerei ist sie ihr eigener Herr. Im Kloster versteht niemand was vom Bierbrauen. Die sagen mir nur, wenn das Bier nicht gut ist, dann beschweren sie sich. Ansonsten kann man, ich bin jetzt 64, sagen, ha, das war der schönste Beruf, wenn ich noch mehr auf die Welt kann, mache ich es wieder. Ans Aufhören aber denkt die Nonne bisher noch nicht. Im Kloster gibt es folgenden Satz, entweder man arbeitet oder man stirbt. Stimmt nicht ganz. Also ich denke, noch mal 3, 4, einige Jahre und dann etwas zurück. Dann mache ich eine Öffentlichkeitsarbeit. Bier trinken. Der liebe Gott und der gute Gerstensaft. Für Schwester Doris gehören beide zusammen.